Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der Strecke Bremen-Oldenburg und befinden uns aktuell in Bremen Hauptbahnhof. Und ich habe mit euch was Besonderes vor heute. Wir werden uns heute einen eigenen Zug zusammenstellen und mit dem bis nach Oldenburg fahren. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild, mit diesem wunderschönen Panorama beginnen wir, machen noch ein schönes, schickes Foto. Und würde sagen, dann beginnen wir. Und zwar, ihr seid dabei, wie ich das jetzt alles erstelle. Und ich würde sagen, legen wir los. Wir müssen erstmal hier rüber gehen. So. Dann stellen wir uns hier hin. Und hier kommt unser Zug zum Stehen. Und zwar brauchen wir dafür als allererstes mal die 111. Und zwar nehmen wir uns dafür den Platz. Wunderbar. Die stellen wir uns mal hier so hin. Das ist ein gutes Signal. So. Zack. Wunderbar sieht das aus. Dann brauchen wir nochmal die 111. Und zwar nehmen wir diesmal diese hier. Zack. So. Dann brauchen wir noch unseren eigentlichen Zug. Den nehmen wir. Den müssen wir abkoppeln. Stangen wieder oben. Wunderbar, genau so wollte ich es haben. So, dann müssen wir diese beiden Loks hier erstmal vereinigen. Fahrtrichtungswende einlegen. Jetzt dann erstmal hier ankoppeln. Zack. Dann koppeln wir das Ganze an. Wunderschön. So, dann machen wir das erstmal wieder. Das können wir ja, das können wir so lassen. Weil wir müssen ja gleich noch an die Wagen ranfahren. Und wir müssen als allererstes mal untersteigen. Wir müssen nämlich hier die Bremsen lösen, sonst kommen wir nämlich keinen Meter vorwärts. So. So, ja, ein bisschen müssen wir schon noch. So, reicht das? Das dürfte doch eigentlich jetzt reichen. Doch, das reicht doch dicke, oder? Jetzt reicht's. So, da müssen wir diesen wieder auf neutral, beziehungsweise nach vorne. Da müssen wir eben aus der Lok klettern, die andere, den anderen Führerstand gehen. Weil wir müssen nämlich den anderen Stromabnehmer heben. Das heißt, wir müssen hinten hoch. So. Schließen wir hier wieder die Türe. Dann gehen wir wieder vorne rein. Sehr schön.
Sehr schön, das hat funktioniert. Genau so wollte ich es haben. Es hat nämlich der hintere gehoben. So, dann sind wir hier. Nein, 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 nein. Wir müssen die Bremse noch lösen. Das kommen wir ja gar nicht vorwärts. Die Bremse auf jeden Fall noch lösen. So, dann können wir diese Lok verlassen. Können hier die Tür zumachen. Wobei, können wir noch die Lichter ausstellen. Das brauchen wir ja nun wirklich nicht an der Lok. Das brauchen wir ja nun wirklich nicht. War das jetzt hier? Ja. Aus, genau. So wollte ich es haben. So, dann können wir das Ort eben aber jetzt verlassen. Wenn die Türe schließen. Wunderbar. Dann machen wir das gleich an dieser Lok, weil hier auch müssen wir ja auch den Stromabnehmer wechseln. Das heißt, beide runter, vorne hoch, hinten hoch. Sorry, das war jetzt verkehrt. So. So. Genau, dann können wir hier aussteigen. Beide runter, wunderbar. Steigen wir vorne ein. Schließen diese Türe. Und dann müssen wir hier natürlich Spitzenlichter auf Zugspitzensignale stellen. Dann können wir uns auf unseren Popper setzen. Dann rüsten wir jetzt den Zug ganz normal auf. Beziehungsweise die Lok. Zack. Das müsste jetzt auch funktionieren. Sehr schön. Das hat doch funktioniert. Wir müssen aber noch eins machen. Und nochmal aussteigen. Weil wir nämlich. Haben wir denn hier Spitzensignale an? Das ist doch jetzt genau, die müssen noch aus. So, steigen wir aus. Wobei, ne, falsch, nicht aus auf Spitzensignale, das funktioniert ja nicht. So, das ist ja doch eigentlich. Jetzt dürfen wir hier vorne die Lichter einstellen. Genau, hier sind sie aus. So, vorne sind sie dann natürlich auch noch aus. Genau, weil wir ja noch gar nicht. Genau, setzen uns jetzt hin. Genau, jetzt müsste es funktionieren. Sehr schön, perfekt. Gut, dann können wir jetzt. Die Route legen. Genau, Route setzen bis nach Oldenburg. So. Und da wir noch rot haben, weiß ich auch schon genau warum, wahrscheinlich. Mal gucken, was uns da im Weg ist. Ah, okay. So, ich glaube, das Problem haben wir dann auch gelöst. Ja, richtig. Dürfte sich jetzt gleich ändern mit dem Signal. Sag ich doch. Man muss nur wissen, wie. Da funktioniert es auch. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch glatt abfahren. Machen die Zugsicherungssysteme natürlich noch auf ein. Das ist ja logisch. So, und dann würde ich sagen, auf geht's. Fahrgäste sind eingestiegen. Wir können losfahren. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Ich liebe es einfach. Und da fährt unser EC-Ersatzzug nach Oldenburg Hauptbahnhof. Uns befreien. Herrlich, herrlich, es funktioniert. Sie war natürlich drücken, ist ja klar.
wunderschön. Vorsichtig. Das hat sich dann auch gleich erledigt und wir waren schon 160. Wunderbar. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe eben keine Schlussleuchten, sondern an der Lok. Das muss ich noch mal kurz ändern. Schon mal kurz ändern. Das geht so gar nicht. Muss man mal eben kurz anhalten. Das geht gar nicht. Wir müssen schon Schlussleuchten haben. Das heißt, wir haben dann an der anderen Lampe einen kleinen Fehler gemacht. Haben wir hier die Dinger nicht ausgeschnitten? Nee, seht ihr daran nichts nämlich. Aus, so. Was ist denn hier nämlich hier aus an der Lok? Genau, wir müssen nämlich hinten an den Wagen leuchten. Wie sie soll oder sich gehört. Naja, ist egal. Komm, lass mal was. Egal, ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Egal. Lösen wir die Bremsen. Vorhin in der Probe hat funktioniert, jetzt irgendwie nicht. Naja, egal, komm. Ist egal. Dann haben wir halt einen Personenwagen ohne, also mit defekten Schussleuchten. Wunderschön. Jetzt wird es auch noch leicht neblig. Das macht die ganze Sache nicht besser. Noch dürfen wir keine 120. So, jetzt können wir ein bisschen aufschalten hier.
wunderschön. Wunderschön. So, wir haben eine Ausnahmeregelung und dürfen schneller fahren. Bis zu 160 beim EC ziehen. Schön. Einfach nur wunderschön. Also die Möglichkeiten hier bei TSW, die sind einfach genial. Die sind wirklich fast unbegrenzt und das ist einfach ein wunderschönes Feature. Das muss man einfach so sagen. Also, das ist wirklich genial, das muss man einfach mal so sagen. Man kann sich seinen eigenen Zug auf jeder Strecke erstellen. Je nach Laune, Lust und Fantasie, das ist einfach nur wunderschön. Also mir macht es unheimlich viel Spaß, hier zu experimentieren und ja, deiner Fantasie einfach mal freien Lauf zu lassen und das zu machen, was es normalerweise in der Realität wahrscheinlich so nie geben würde. Aber hier im TSW ist es eben möglich und das macht die ganze Sache sehr, sehr interessant, muss ich wirklich sagen. So, jetzt haben wir gleich die 160 erreicht. Mit unserem EC-Ersatzzug. Halt mal die Fahrstufe 15 Mal, dürfte eigentlich reichen, ja. Ich glaube, das passt so ungefähr. Müssen eh gleich runter auf 60. Das machen wir auch schon mal. Ach, jetzt haben wir die Zwangsbremsung passiert. Ah, weil wir noch zu schnell waren. 1 km/h zu schnell. 1 km/h. Na egal. Lass mal das. Regen wir uns nicht auf, bringt sowieso nichts. Das bringt sowieso nichts. So, jetzt haben wir es befreit. Das ist sowieso alles zu Ende. So. So, jetzt ist hier noch die Bremsüberlastung. Um zu lösen. So. Erstmal wieder vom Fleck kommen hier. So. Naja. Ich habe es ehrlich gesagt auch schon kommen sehen, dass das so kommt. Dass wir den Zwangsbremsung kassieren, weil irgendwie. Ja, habe ich ein Gefühl gehabt, dass wir noch zu schnell sind. Aber wegen 1 km/h, das. Naja, lassen wir das.
ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild. Das muss man einfach mal so sagen. Nur leider ohne Schlussleuchten. Warum auch immer. In der Probe, wie gesagt, haben sie geleuchtet, aber ja, lassen wir das. Oh, ich will zu schnell gehen. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum haben wir denn jetzt schon wieder eine Zwangsäure, ey? Verstehe ich nicht. Er hat doch nichts angezeigt. Ich verstehe es nicht. Jetzt verstehe ich es nicht. Trotz, sorry. Aber da war nichts angezeigt. Nichts, dass wir irgendwie Wasser andrücken müssen über sonst irgendwas. Gar nichts. Komme ich nicht hinter. Sorry. Manchmal verstehe ich das nicht. Jetzt komm doch. Mann, 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 Mann. Ja, da haben wir wieder zwei Zangen kassiert. Die eine hätte nicht sein müssen, die zweite, sorry, verstehe ich nicht. Aber ja, sie war da, muss verschlucken. Steht noch eine 155 in Presslackierung. So, 120 fürs erste, beziehungsweise 160 gleich 120. Wunderschön. Das dürfte ja erstmal soweit genügen, 120.
bisschen mehr. Wieder 111 in Doppeltraktion als EC-Ersatzzug von Bremen Hauptbahnhof nach Oldenburg. Am frühen Morgen des 16. März 2024. Ach, der Nebel ist weg. Sehr schön. Können wir doch noch so ein bisschen Sonnenaufgang erleben. Ich finde auch, dass mit der Steuerung, also der Leistungssteuerung, funktioniert tadellos. Also man kann sich so die Fahrstufen richtig schön raussuchen. Wenn man zu schnell wird, ein bisschen auslaufen lassen. Und wenn man dann meint, ja, das reicht, dann kann man die Fahrstufe halten und dann hält er auch so ziemlich die Geschwindigkeit. Es sei denn, es geht hier und da mal stark bergauf oder bergab, aber ansonsten, ihr seht es ja selber, funktioniert das eigentlich wunderbar, dass der Geschwindigkeit hält und das kann man da wunderbar variieren. Immer so ein bisschen Leistung dazugeben, wenn man zu langsam wird, oder Leistung wegnehmen in Form von Auslaufen, wenn man zu schnell wird. Und also das ist wirklich eine richtig feine Sache. Also ich finde, die 111 ist sehr umgänglich, das muss man einfach mal sagen. N-Wagen, da 110 vorne dran. Ja, wunderbar. Da hinten dran Zoll. So, dann sind es noch gut 20 Kilometer bis Oldenburg. Ich denke mal, dass wir noch so ja, circa eine Viertelstunde fahren werden. Je nach Geschwindigkeit, die wir jetzt noch so fahren dürfen. Aber wenn das so bleibt bei 160, denke ich mal, 20 vor, 5 vor 6 sind wir dann wohl in Oldenburg. Ja gut, wir werden jetzt etwas gebremst gleich, 120, aber ich denke, das ist immer noch schnell genug. Langsam wird es ja auch Frühling. Noch 5 Tage mit dem heutigen dazugerechnet, dann ist offizieller kalendarischer Frühlingsanfang. 21. März ist der offizielle kalendarische Frühlingsanfang. Und ja, es gab ja schon die Tage ein bisschen Vorgeschmack auf den Frühling, zumindest hier bei uns. Was ein richtig schöner Frühlingstag am Donnerstag und muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich schön. Es kann gerne so bleiben und so weitergehen. Schauen wir mal, wann bei uns der Frühling, ja, sich die Ehre gibt. Ich denke, Winter hatten wir genug. Jetzt wollen wir Frühling haben. Schöne sonnige Tage, warme Tage wieder. Und ich glaube, dass wir uns da alle drauf freuen. Oh, ich habe
Scheiße. Warum zeigt er denn nichts mehr an? Warum zeigt er nichts mehr an? Der zeigt kein Wasser. Kein Wasser-Taster drücken, nichts zeigt er mehr an. Gar nichts mehr. Das ist doch echt tödlich. Sorry. Ich verstehe es nicht. Der zeigt gar nichts mehr an. Ist das jetzt irgendwie ein Update oder so? Ich weiß es nicht. Sorry. Komme ich nicht hinter. Habe ich nicht mitgerechnet jetzt. Klar, ich war noch zu schnell. Alles gut und schön. Ich hätte das aber noch rechtzeitig bremsen können. Aber dass der kein Wasser-Taster drücken mehr anzeigt und so, finde ich ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen doof. Finde ich ein bisschen doof. Das ist die dritte Zwanze, das verstehe ich nicht. Also das verstehe ich einfach nicht. Warum? Am Anfang hat er das auch angezeigt. Sorry Leute, so sollte das eigentlich nicht laufen. Ja, ich kann mich nur entschuldigen, also keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ja, ich habe mich etwas verquatscht, keine Frage. Aber ich werde das mit Sicherheit noch geschafft bis auf 120. Aber okay, dass ich hätte quittieren müssen, versteht sie vielleicht auch von selbst, aber meiner Meinung nach, also er hat es nicht angezeigt, das ist meine Meinung dazu. Egal, lassen wir das. Es bringt nichts, sich aufzuregen, es ist passiert und fertig. Bringt jetzt auch nichts mehr, sich dann noch irgendwie zu aufzuregen, zu lamentieren. Man muss damit klarkommen und fertig. Ach du Schande. Bisschen zu schnell. Ups. Und 170 wollte ich dann doch nicht fahren. Um Gottes Willen. Jetzt mal auf Null laufen lassen.
Aber sie schafft das ohne weiteres. Habt ihr auch gesehen? Mein Tourauftakt oder mein Tour-Saisonauftakt rückt auch immer näher. Sind jetzt nicht mal mehr ein Monat, sind noch etwas über 20 Tage. Dann geht es endlich wieder los. Nach Dresden Hauptbahnhof. Ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es heißt ja jetzt auch, dass sich die GDL mit der Deutschen Bahn, ja, dass sie sich so kurz vor der Einigung stehen, sodass auch keine weiteren Streiks dann zu befürchten sind. Was ich persönlich auch sehr gut finde, weil nämlich, ja, so wie ich den GDL-Vorsitzenden Wieselski verstanden habe, also letzte Woche noch, sollte es ja keine weiteren angekündigten Streiks mehr geben. Also es sollte dann praktisch unangekündigte Streiks geben. Und das wäre natürlich Käse, wenn die dann genau wären, wenn ich nach Dresden will. Von daher begrüße ich das Ganze, dass es heißt, dass sie sich, dass die GDL und die Deutsche Bahn kurz vor der Einigung stehen. Sollte das der Fall sein, dann sind natürlich weitere Streiks erstmal nicht zu erwarten, was die ganze Sache doch um einiges entspannter macht. Warten wir es einfach mal ab, was da jetzt in den kommenden Tagen und Wochen so passiert. Oh, schaut mal, Metropolitan Lok. So, wir sollten das mal ein ganzes Stück hier sofort runtergehen. 60 zu erwarten. Würde ich sagen. So, jetzt zeige ich das nämlich wieder an. Sichtbar drücken. Hätten wir da auch so weit erreicht. Das ist wunderbar. Lass uns jetzt mal so ein bisschen ausruhen, würde ich sagen. Das macht am meisten Sinn. Sichtbar auf jeden Fall drüben. Voraus, das heißt 40. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen darauf achten, was jetzt hier passiert.
So schnell sind wir erstmal nicht, würde ich sagen. Seht mal, was da fährt. Wunderschöne BR110 BT-Lackierung. Auch nice. Oder TR, wie auch immer. Will mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, das ist TIR. Sehr schön, da wären wir in Oldenburg. Mit unserem EC-Ersatzzug. Gibt zu, ein wenig holprig hier und da. Aber ja, trotz allem eine schöne Fahrt, finde ich. In einem wunderschönen Zug mit zwei wundervollen Loks, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das Repaint. Die erste in Latz oder mit Latz, in wunderschönem Rot. Die zweite blau-beige. Ozean blau-beige. 111, 102-0 und 111, 186-3. Hinten dran dann unsere EC-Wagen, SBB und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Die Türen, ja, das war das Thema. Warum auch immer, er macht es halt nicht. Ich weiß leider nicht, warum. Es ist immer nur bei diesem Wagen. Ich weiß nicht, ob die Türsteuerung das nicht erkennt, aber ja, es ist halt leider immer so. Ja, wir könnten jetzt noch unendlich weitermachen, hier uns einen anderen Zug zusammenstellen und dann wieder zurück nach Bremen fahren und ja, all solche Scherze. Ich hoffe auf jeden Fall. Ach, haben wir ein Plakat angebracht, das ist aber Chips. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das würde mich natürlich wiederum freuen. Dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Ein Daumen nach oben wäre schön, ein Kommentar wäre auch sehr, sehr schön. Kanalmitgliedschaft, ich glaube, da könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Super Thanks. Für das Ganze wäre auch sehr nice. Ihr könnt euch ja selber überlegen, dann was ihr da oder welches wie hoch der Betrag ist, den ihr euch da aussucht. Und ja, so viel von mir. Wir stehen ein wenig außerhalb mit unserem Wagen, aber das ist nun mal so an diesem Bahnsteig. Wenn euch das Ganze wie gesagt gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, aktiviert die Glocke für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Abo nicht vergessen und ich würde sagen, ich wünsche euch soweit noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Wir sollen erstmal hier nicht mehr einsteigen. Das ist doch gut. Der IC 21:36 Uhr soll hier um 8:26 Uhr einfahren. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Stehen wir auf jeden Fall nicht im Weg. Wir können ja noch ein bisschen nach unten hier gehen und gucken, was wir hier noch machen können. Aber viel gibt es jetzt hier auch nicht zu entdecken. Der Oldenburger Hauptbahnhof ist anscheinend nicht so groß. Ihr könnt mich verbessern, wenn ihr euch da besser auskennt. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, das war's für mich, da geht es nicht weiter. Was soll ich noch sagen? Hier kann man noch eine Streckenkarte hinzufügen. Ja, wie gesagt, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das bei.